Man muss es ja mal alles erkunden, dass man dann weiß, okay, da ist was, da ist nichts, da muss ich später hin und so weiter. Na gut, dann wird hier nichts sein. Dann wird hier echt nichts mehr sein, oder? Scheinbar nicht, nein. Nee. Also hier kann man nur mit Surfer irgendwie weiter. Vielleicht ist es ja auch eine Route zurück. Aber okay. Das erste Grashalmchen hat uns mal wieder in einen Kampf verwickelt. Ach Gott. Auf so einen Kampf lasse ich mich aber nicht ein. Also auf solche Kampf lasse ich mich jetzt nicht ein. So, also dann mal wieder hier Flucht und Tschüssikowski. So, und dann werden wir weiter gucken. Ah, natürlich. Letztes Grashalmchen. Letzte Grashalm war natürlich klar. Okay, schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Erstmal, dass wir hier flüchten können. Zum Glück ist es ja kein Isso oder wohin genau mit Wegsperre oder Wegsperre. Wie man es jetzt auch immer versteht oder interpretiert. Wegsperre ist halt, ja, dass einem der Weg zum Flüchten versperrt ist. Oder Wegsperre, dass es halt nicht weggehen kann. Ja, ich denke mal, Wegsperre wird es sein. Jetzt müssen wir ja durch dieses elendig lange Gras, weil wir da noch nicht unten lang können und fliegen haben wir noch lange nicht. Ach, Nagelotz mal wieder. Diese schönen wilden Pokémon, die uns hier aufhalten. So, und gleich mal wieder flüchten. Aber wie gesagt, war mir wichtig, hier mal alles zu durchsuchen. Liebe Pokémon, wir müssen jetzt hier nicht alles auf die Spitze treiben. So. Und irgendwie scheint das noch nichts gebracht zu haben, hier hier dieses Ankündigungsvideo zu machen. Wo sind eigentlich die fünf Zuschauer, die mal da waren? Ich meine, ja, leider ist der Stream zusammengebrochen, aber dafür kann ich ja nichts. Da hat sich bestimmt mein Internet neu gestartet und dadurch ist der Stream, ja, einfach so zu Bruch gegangen. Ich meine, ja, irgendwie hat der Open Broadcaster gesagt, dass es noch weitergeht, aber wahrscheinlich hat es dann kein System, das es erkennt, dass es doch nicht weitergeht oder so. Naja, wer weiß. Fehler können ja mal vorkommen. Und deswegen geht es hier einfach weiter. Wieder zurück zum ewigen Wald. Und dann wollen wir uns mal durch den ewigen Wald was schlagen. Ach so, warte mal. Wieso schlägt jetzt hier ein Item aus? Warum? Ach so, das war das mit dem Surfer, weil ich noch nicht erreichen kann. Nein, kann ich nicht. Da komme ich auch nicht durch. Okay. Ja gut. Dann müssen wir das Item erstmal nicht links, sondern rechts liegen lassen, da es ja rechts von uns lag. Haha. So. Also gucken wir mal ganz bequem hier wieder entlang. Hier gibt es ja nichts zu entdecken. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Itemradar, der hat halt so zwei Balken, sag ich mal. Und wenn die so gespreizt auseinander sind, dann wird da kein Item sein. Aber dann wird ein Pfeil angezeigt und die zeigen dann auch in die Richtung, wo dann ein Item in der Nähe rumliegt. So, also sind wir mal wieder zurück in Septernia City. In Septernia City haben wir einige Zeit verbracht. Ja, wir sind halt nicht so schnelllebige Leute und auch nicht so schnell reisende Leute. Deswegen wagen wir uns jetzt in diesen Wald hinein. Ich muss aber erstmal gucken, was meine Pokémon sagen. Sind meine Pokémon überhaupt geheilt? Nein, sind sie natürlich nicht. Und deswegen werde ich nochmal aus diesem Wald rausgehen. Aus diesem Wald rausgehen, aus diesem Grund, dass ich hier nochmal meine Pokémon heilen werde. So sieht das aus. Wenn sich Pokémon geheilt, wenn Pokémon geheilt werden. Nichts Weltbewegendes Neues. Und wenn wir in diesen Wald hineinkommen, dann hört man schon diese Musik. Aber es ist erstmal ein Grund abzuspeichern. Aber ich hoffe ja mal, dass dann nach jedem Doppelkampf der nicht Spielstand gespeichert wird, sondern dass die Teammitglieder oder meine Pokémon besser gesagt geheilt werden. Na, ja, wir gucken einfach mal. So, Orden 2 Stück, Pokédex 24, das ist immerhin eine stattliche Anzahl. So, Itemradar bitte. Ach so. Ja, wo müssen wir hier hin, ne? Das ist so eine Sache für sich. Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Ein Weg führt geradeaus, der andere schlängelt sich quer durchs Dickicht. Ich gehe geradeaus und versuche sie einzuholen. Und selbst wenn sie nicht diesen Weg genommen haben, sollten schneide ich ihnen so den Fluchtweg ab. Würdest du diesen Weg nehmen und nachsehen, ob sie sich da vielleicht verstecken? Du triffst sicher auf einige Trainer und im Prinzip gibt es nur einen Weg. Verlaufen kannst du dich also nicht. Also dann, tun wir es für Aloe. So, jetzt muss ich mal wieder Itemradar anmachen. Ich will hier aber trotzdem noch lang. Hier gibt es auch ein Item. Und hier gibt es auch Trainer. Ich will die ganzen Trainer hier erwischen. Deswegen,
Warum kommen Menschen und Pokémon so gut miteinander aus? Damit beschäftigt sich meine Forschung. Okay, du bist also Forscher. Na gut, wenn du also Forscher bist, dann werden wir mal gucken, was wir hier noch machen können. Was war das von Pokémon? Ach so, dieses Psycho-Viech. Ah, ja. Somnian oder so. So, okay, wurde durchsucht. Ja, alles klar. Dann versuchen wir mal was. Hat das Schwebe? Nein, hat es nicht. Okay. Dann werden wir erstmal versuchen, die Genauigkeit zu senken. Aber wir dürfen trotzdem einen Psy-Strahl abbekommen. Wie viel Schaden wird er anrichten? Er richtet schon mal einiges an Schaden an. Aber die Kratzfurie, die tut es ihm hoffentlich gleich. Also die Attacken am Anfang, die sind wirklich unmöglich. Die sind wirklich so lächerlich. Ich becher mich weg. Mondschein? Ja schön, jetzt heile dich erstmal wieder. Na schön. Die hart erkämpften KP, die ich dir hier abgezogen habe, machst du mal wieder zunichte. Na gut. Nein. Kein Fleck neu. Ich wollte hier Franny in den Kampf schicken. So. Oh, ich sehe, ich habe einen zweiten Zuschauer. Hey, juhu. Hallo, zweiter Zuschauer. Ich grüße dich. So. Na gut. Also, was wollen wir jetzt machen? Erstmal Grasmixer. Grasmixer sollte ganz gut helfen hier. Naja, es sieht zumindest ein bisschen besser ab. Und der Psy-Strahl ging erstaunlicherweise daneben. Warum auch immer. Hat er keine Genauigkeit von 100 oder was? Oder ist das nochmal so ein Zusatz, dass es einfach mal so abgewehrt werden kann? Ja, Mondschein. Das kann ja ein Duell hier werden. Moment, das wird mir gerade ein bisschen zu blöd. So, Egelsamen. Damit ihm zumindest regelmäßig ein paar KP abgezogen werden. Ja, Psy-Strahl. Mach ruhig. Das zieht mir zum Glück nicht so viel ab, da ich eine gute Spitzverteidigung habe mit diesem Pokémon. Da bin ich auch froh drüber, dass es halt kein Pflanzengift ist. Es ist ja ein reines Pflanzen-Pokémon. Ja, die Pflanzen-Pokémon, die haben es manchmal nicht leicht als Starter. Aber da fällt mir ein, bei Pokémon Blattgrüne Edition habe ich ja auch mit Bisasam als Pflanzenstarter angefangen. Und dieser Mondschein, der fängt langsam an, dezent zu nerven. Das möchte ich mal sagen. So. Grasmixer. Natürlich wehrt es die Attacke ab. Ja, okay. Heile dich erstmal voll. Heule dich voll. Warte mal. Ich habe da eine andere Idee. Ich habe da eine ganz andere Idee. Wenn du unbedingt diesen Mondschein anwenden willst und jetzt eine Psy-Welle oder sowas machst, dann habe ich eine effektive Gegenmethode. Eine effektive Gegenmethode, aber erstmal muss ich was trinken, da sonst meine Stimme irgendwann den Geist aufgibt. Immerhin streame ich ja schon seit 19 Uhr und deswegen müssen wir halt mal gucken hier. So, seit 19 Uhr streame ich und wir haben es fast 3 Stunden. Also in diesem Stream. Und ich habe keine Unlichtattacke, das ist doch mal unglaublich, oder? Warte mal. Kratzer. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz was gucken. Pokémon. Da die ja diese Attacken ja ständig ändern von den Werten. Was macht Kratzer? Das macht 40. Er wird mit scharfen Krallen. Was haben wir hier? Das nicht. Okay, Kratzfurie. So, ist stärker. Mhm. 50. Na, wir können es ja mal probieren. Ja, warte mal, was hat ein Zerschneider gehabt? Zerschneider hat 50 und 95. Okay, machen wir das so. Wir greifen einfach mal mit einem Zerschneider an. So. Und das sollte dann mal hoffentlich gut gehen. Gut gehen. Geht gut. Gähner, achso. Ach, da willst du mich zum Einschlafen bringen. Ja, du bist ja ein Langweiler hier. Nein, aber wir lassen uns nicht einschläfern, denn wir werden... Oh Gott, das klingt so brutal. Wir lassen uns nicht einschläfern. Ich werde ganz einfach das Pokémon wieder wechseln. Genauso sieht es aus. Und da hat sich der zweite Zuschauer leider schon wieder verabschiedet. Na gut. Können wir halt nun mal nichts ändern. So, was war das jetzt? Schläfrig gemacht. Ja gut, wir können hier ein Wechselspektakel draus machen. Habe ich kein Problem damit. Pokémon. Dann, ja, ne? Illesebra. Wir bräuchten vielleicht doch mal ein stärkeres Elektro-Pokémon. Also gegen Flug und sowas. Mondschein. Ja, gut. Das wird hier ein ewiges Hin- und Her-Getausche. Das sei mal so angemerkt, aber okay. Ist ja nun nicht weiter schlimm. Ach ja.
irgendwann wird der Mondschein ja auch wieder leer sein. Deswegen wechseln wir hier, wie gesagt, wild hin und her. It's for Thief, du hast, Fleckneul, du hast auch noch nichts abbekommen. Deswegen komm, du kriegst auch noch mal EP. Wir machen jetzt einfach mal eine EP-Verschenkrunde. Und währenddessen können die Pokémon noch ein bisschen hochgeleacht werden, von daher. Oh, da ging sogar die Attacke daneben, ja, umso besser. So. Wen haben wir noch nicht drinnen gehabt? It's for Thief, oder? So, dann haben wir hier alle Trainer, alle Pokémon meine Auswahl gehabt. Und dann gucken wir einfach mal weiter. So, Psystrahl. Wer hat die Attacke? Na, was geht denn hier los jetzt? Das ist ja mal erstaunlich. So, und dann Jessereny, mal gucken. Wird hier auch wieder die Attacke abgewehrt? Das ist die ganz große Frage, die sich uns stellt. Dann könnten wir uns wenigstens noch ein bisschen hochleachen. Psystrahl, der trifft natürlich. Das war so klar. So, aber wir werden ein bisschen geheilt. Naja, nicht wirklich viel. Okay, wir sollten das Pokémon mal wieder wechseln. Also es ist hier ein Kampf, der sich unendlich fach in die Länge zieht. Aber gut, da kann man jetzt halt nichts machen. Machen wir einfach mal weiter. So. Gainer schon wieder. Ach, ja. Okay. Gainer, aber ich werde versuchen, jetzt das Pokémon zu besiegen, wenn jetzt hoffentlich der Grasmixer trifft. Okay, er trifft, er sollte genügend abziehen. Ich meine, Step plus Baumwollsaat, das sollte so ein übriges tun. Okay, macht's, ja. Jeder bekommt hier erstmal ein paar EP. Elex Zebra ist so, naja, Angriff und Spätsangriff. Na gut. So, jeder hat mal ein paar EP erhalten und wunderbar, wir haben ihn besiegt. Kommt es mir nur so vor oder, ja, keine Ahnung was, ne? So, ich will, wie gesagt, erstmal geradeaus die Trainer-Sens besiegen. Ja, da gibt es noch ein Item, wie man sieht. Da gibt es noch ein wunderbares Item, aber ja, erstmal heilen. Aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise man an dieses Item herankommt. Deswegen müssen wir mal gucken. Später irgendwann. Später wird sich das herausstellen. So, diesen einen Trainer haben wir besiegt, für den wir jetzt unzählige Minuten hier gebraucht haben. Okay, was sagt die zweite Trainerin? Schau mal, ich habe einen Orden aus der Arena von Orion City. Oh, du hast auch schon einen? Lass uns durch einen Pokémon-Kampf herausfinden, wer von uns beiden der Stärkere ist. Gut, machen wir. Also, auf geht's, ab in den Kampf. So, was ist das hier? Göre, Yo, Joe. Okay, welches Pokémon setzt da ein? Ach, ein Fleckneul. Ach, ein wunderschönes Fleckneul. Ja, das werde ich so einfach nicht mit Kratzfurie besiegen können, zumal es bestimmt schneller sein wird. Nein, wird es nicht. Naja, es zieht zumindest ein bisschen was ab hier. Dreimal getroffen immerhin. Gewissheit. Ich bin kein Psycho-Pokémon, deswegen. Ja, komm, Kratzfurie. Du darfst mal ran wieder. Und bitte triff. Okay. 1, 2, 3. Wunderbar. Wurde besiegt. Umso besser. Oh, dreimal getroffen, wurde besiegt. Er hält ein paar EP. Da haben wir bald Level 18 mit ihm erreicht. Göre Joe setzt als nächstes Fleckneul ein. Naja, die Varianz, die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Okay. Es kann auch Flugattacken. Das müssen wir auch berücksichtigen. Ach, naja, eigentlich können wir ja nichts falsch machen, ne? Deswegen. Warte mal. Wir holen mal Franny in den Kampf. Und werden das gegnerische Pokémon pflanzen. Genauso wird es aussehen. So, es hat natürlich Flugattacken drauf, das weiß ich. Dessen bin ich mir bewusst. Aber erstmal einen Egesam zum Bepflanzen. So. Und wenn es jetzt nicht viel Schaden abzieht aufgrund meines höheren Levels, dann werden wir ja mal sehen. Was ist das denn? Okay. Es gibt Attacken, die kenne ich wirklich nicht. Die sind mir echt ein bisschen neu. Na gut. Ist ja fast voll geheilt. Deswegen kommt jetzt mal wieder Jessereny in den Kampf. Dann schließlich müssen wir ja, wie gesagt, mal die Pokémon ein bisschen aufpäppeln. Ich weiß aber auch gar nicht, wo man hier diesen EP-Teiler bekommt. Was ist das für eine Attacke? Ich kenne die gar nicht. Naja gut, wie dem auch sei. Vielleicht werde ich sie ja mal selber irgendwann im Moveset haben. Also es muss ja irgendwie eine spezifische Attacke für dieses Pokémon sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen, aufgrund dieser Herzensnase. Okay. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass manchmal die Animation des gegnerischen Pokémons stoppt? Also irgendwie, wenn da so eine Animation kommt wie jetzt. Seht ihr?
Wenn es getroffen wird, stoppt das. Also entweder hat das damit zu tun, dass es so...